Wir lesen heute Morgen aus dem Srimad Bhagavatam, vielleicht kurz zur Besinnung, um sich zu vergegenwärtigen, von was wir nun hören werden. Ja? Hören ist ein wichtiger Prozess im spirituellen Leben, zu hören. Wir verstehen, dass die Klangschwingung der Veden und die Namen von Krishna vollkommen sind, spirituell sind, reinigend sind, erhebend sind und dass man sie hören soll. Aufmerksam hören. Es gibt verschiedene Stufen des Hörens. Man kann so unbewusst hören. Da hört man eigentlich nicht viel, wenn man unbewusst hört. Da bekommt man irgendwo irgendwie was mit. Ja? Das ist wie wenn man da irgendwo drin ist. Ja? Wir sind da irgendwo drin und ganz weit weg hört man da irgendwas. Ja, manchmal unsere Chapa, ja, unsere Morgenmeditation ist auch so. Ja? Da bist du im Geist irgendwo ganz woanders, irgendwo draußen im Weltall und ganz weit hinten, ein paar Lichtjahre entfernt, da hört man so Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ja, hat nicht viel mit uns zu tun, ja, obwohl wir es selber sagen. Ja. So, das muss eins werden. Ja. Das muss, das, was wir sagen, ja, was wir chanten, muss eins werden mit dem Hören. Ja. Da muss man dabei sein, bei der Sache sein. Und so auch die Schwingung, die Klangschwingung, Shabda. Ja, der Klang der vedischen Schriften ist auch vollkommen und spirituell und erhebend und reinigend. Und deshalb sollen wir unseren Geist absorbieren in spirituelle Klangschwingung. Und deshalb sind wir sehr vom Glück begünstigt, dass Srila Prabhupada, ja, seine göttliche Gnade, Abhaicharana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, diese Bücher gebracht hat, diese Übersetzung gebracht hat. Ohne das, was wären wir ohne diese Bücher? Ja? So, Srila Prabhupada hat dieses Kunstwerk vollbracht und exportiert aus Indien in die westliche Welt, Paschatya Desha, ja, westlichen Länder, und hat uns gesegnet mit dieser Literatur. Und Srila Prabhupada hat auch gesagt, wir sollen jeden Morgen zusammen in Sangha, in Gemeinschaft, aus diesen Büchern hören. Und somit ist diese Funktion, dieses Ritual nun ist eine ganz wichtige Sache, die von seit Jahrtausenden praktiziert wird. Ja, dieser Sitz ist der Vyasasana. Ja, Vyasasana, wir sagen Vyasasana, aber Vyasasana würde man richtig sagen. Vyasasana. Asana heißt der Sitz. Ja, und Vyas ist der Verfasser der vedischen Schriften, Vyasadev. Ein Avatar, ein Shakti-Avesh-Avatar, der vor Jahrtausenden diese Sanskrit-Texte aufgezeichnet hat. Und er ist der ursprüngliche spirituelle Meister. Er lehrt dieses Wissen durch die Schriften. Und so soll derjenige, der auf diesem Sitz residiert und hier spricht, soll den Vyas repräsentieren. Das heißt, wir müssen, und das ist gar nicht so leicht, wir müssen wirklich authentisch sein und wir müssen verstehen, was da beschrieben wird und das auch transparent vermitteln. Ich könnte einfach das jetzt vorlesen, ja, das wäre wahrscheinlich das Beste, aber wie lange kann man da zuhören? So, es ist schon wichtig, dass der Sprecher auch seine Verwirklichung teilt und das Wissen erklärt. Und da begeben wir uns dann natürlich einen Bereich außerhalb des fundierten vedischen Wissens, zum Teil, weil man ja in eigenen Worten sprechen muss und mit eigenen Gedanken. Und die müssen kongruent sein dann mit der ursprünglichen Botschaft, so dass die Aufgabe. So, Srila Prabhupada wollte das, dass jeden Morgen man einen Vers liest aus dem Srimad Bhagavatam, man das Bhagavatam Schritt für Schritt zusammen studiert, jeden Tag sollen wir uns das ansehen. Und Srila Prabhupada gibt auch Erläuterungen zu diesen Versen. So, das Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Bhagavat Purana, gilt als die reinste vedische Schrift, Amala Purana, und ist den Vaishnavas sehr, sehr lieb. Und das heißt, dieses Srimad Bhagavatam ist nicht verschieden von Krishna selbst. Das ist Krishna in seiner Buchinkarnation. Der Buchavatar. Shastra. Ja? So lesen wir nun. Und deshalb soll man das bewusst tun. Und deshalb wird auch ein Mantra rezitiert und werden Gebete rezitiert, bevor man überhaupt dieses Buch öffnet, um respektvolle Ehrbietung zu bringen. Srila Prabhupada hat jedem Kanto auch einen Titel gegeben. Wer weiß, was der Titel dieses zweiten Kantos? Jeden Morgen lest ihr. Nicht ganz, ähnlich. Nicht ganz. Nein. Richtig, die kosmische Manifestation. Richtig. So, das können wir schon mal lernen, ja. Wir wollen ja
uns auch an etwas erinnern, was Lernen der Bhagavatam-Klasse, so wenn wir eine Sache heute merken, ist, der Titel des zweiten Kantos ist die kosmische Manifestation. Sag das mal. Die kosmische Manifestation. Genau, dann tut sich das einspeichern, ja, die kosmische Manifestation. Und in dem Sinn wird der Vers heute auch sein, werden wir dann gleich hören, über die kosmische Manifestation, den Aufbau der kosmischen Manifestation. So, wir lesen aus dem 5. Kapitel, dieses heißt die Ursache aller Ursachen. Wer hat das vorher gesagt? Emilio, ja? Ne, wer hat gesagt, die Ursache aller Ursachen? Du, ja. Das Kapitel, in dem wir uns befinden, das heißt die Ursache aller Ursachen, ja? Und der Vers ist heute 38 und für alle steht er auch an der Tafel. Muloka kalpita padyam bhuva lokosya napitah ridasva loka urasa mahaloko mahatmanah. Weiter wird gesagt, dass die niederen Planetensysteme bis hin zur Erde in seinen Beinen liegen. Die mittleren Planetensysteme, angefangen mit Bhuvaloka, befinden sich in seinem Nabel. Und die noch höher liegenden Planetensysteme, die von den Halbgöttern und hochgelehrten Weisen und Heiligen bewohnt werden, befinden sich in der Brust des höchsten Herrn. Erläuterung. Es gibt 14 Sphären von Planetensystemen innerhalb unseres Universums. Die niederen Planetensysteme nennt man Bhuloka, die mittleren Systeme heißen Bhuvaloka und die höheren Planetensysteme bis hin zum Brahmaloka, dem höchsten Planetensystem des Universums, werden als Svarloka bezeichnet. Sie alle liegen auf dem Körper des Herrn. Mit anderen Worten, es gibt niemanden innerhalb unseres Universums, der keine Beziehung zum Herrn hat. So, hier hören wir von der Beschreibung des Universums, wie sie von den Veden, besonders in den Puranas, gegeben wird. Ja? Die Puranas, die Geschichtswerke der Veden, vermitteln uns eine Kosmologie, eine Lehre des Kosmos. Ja? Logos heißt Lehre oder eine gewisse Logik, ja, eine gewisse Beschreibung. Kosmos heißt Ordnung, kommt vom Griechischen, ja? Kosmos, der Kosmos, Ordnung. So, wir sagen der Kosmos und sehen, dass allein an dem Wort kann man sehen, dass wir von einer Ordnung sprechen. Und eine Ordnung kommt meist nicht zufällig zustande. Das wissen schon die kleinen Kinder. Wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, dann muss die Mama mal sagen, jetzt mach mal Ordnung. Weil von selbst passiert das nicht. Da kommen keine Heinzelmännchen in der Nacht. Oder man kann nicht alles irgendwo hinwerfen und dann erwarten, dass man Ordnung hat. Natürlich ist das vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel. Aber wir verstehen aus vedischer Literatur, dass es keine Selbstorganisation der Materie gibt. Ja, die Materie scheint zumindest organisiert, scheint zumindest geplant. Und man mag sich wundern und fragen, wo kommt diese Planung her? Und Atheisten sagen, ja, da gibt es keinen, der das geplant hat. Und somit sind sie nur mehr mit der Materie allein gelassen und müssen nun erklären, wie kann die Materie alleine diese Ordnung hervorgebracht haben? Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Und ich meine, Atheisten sollten mal die Klappe halten und nicht ständig Theisten kritisieren, sondern mal ihre eigenen Probleme lösen, weil sie haben kein konsistentes Weltbild. Ja? Atheisten primär definieren sich im Kampf gegen Gott. Aber ich meine, wie gesagt, sie sollen mal die Klappe halten und mal ihre eigene Lehre ausarbeiten, bevor sie überhaupt andere angreifen, weil ihres ist kein konsistentes Weltbild, weil die Selbstorganisation der Materie zu erklären ist eben noch nicht geschehen, so viel man auch ein wissenschaftlicher Atheist sein mag. Und man mag dann sagen, naja, die Materie hat sich selbst organisiert, aber wie kann sich Materie, die keine Kapazität hat für Leben, die keine Dynamik besitzt, selbst formen. Ja, das waren die Naturgesetze. Okay, von mir aus, nimm die Naturgesetze, aber wo kommen die wiederum her? Woher kommen genau definierte Naturgesetze, die dann die Materie formen? Und so weiter. Also,
Das nur nebenbei bemerkt. So, aus vedischer Literatur, wie wir auch in diesem Vers hören, verstehen wir, die Materie ist organisiert von jemandem, von einem intelligenten Wesen. Ja, der Kosmos ist arrangiert. Und hier in diesem Vers wird der Kosmos selbst, das Universum, verglichen mit einer Person, mit dem ursprünglichen Purusha. Purusha, Virat Purusha heißt auch, Virat Purusha. Ja, die universale Form des Herrn. So, da kann man viel dazu sagen. Aber hier, interessanterweise, heißt es auch Kalpitaha. Und das heißt, man stellt sich vor. Das heißt, das Universum ist nicht im eigentlichen Sinn ein gigantischer Purusha oder eine gigantische Person. Ganz kurz, was ist diese kosmische Form? Also ein gigantischer Körper mit Beinen, mit Armen, mit Kopf und so weiter. Und die verschiedenen Aspekte und verschiedenen Artikel dieses Universums werden als Körperteile dieses gigantischen Körpers beschrieben. Also das gesamte Universum ist ein Körper, eine Person mit Kopf und Armen und Beinen und all das. Und die verschiedenen Planetensysteme und Artikel des Universums sind verschiedene Körperteile. So, und das ist keine wirkliche Person. Das Universum ist jetzt nicht so ein riesen Mensch, ja, wo gesagt wird, die Sonne und der Mond sind seine Augen, ja, die Berge sind seine Knochen, die Flüsse sind seine Venen, ja, die Wolken sind seine Haare. Das ist eine literarische Beschreibung. Das ist eine Beschreibung zum Meditieren. Das ist eine Beschreibung, um in der Schöpfung die Persönlichkeit zu sehen. Aber es ist nicht so, dass das Universum wirklich ein lebender, gesamtheitlicher Körper ist. Natürlich, das Prinzip, das das Universum durchdringt, Krishna, ist eine Person, die dahinterstehend ist. Und das Universum ist eben auf gewisse Art und Weise er und auf gewisse Art und Weise nicht er. Das ist vielleicht ein anderer Punkt. Aber wie es hier heißt, man stellt sich das vor. Okay, man stellt sich das Universum vor als diesen gigantischen Körper und nun hören wir von verschiedenen Planetensystemen und das ist auch ein obskurer Begriff, ja. Bhuloka, Bhuvaloka, Svaloka, Omahat, Mahaloka, ja, Mahaloka, ja. Dann geht es weiter mit Tapaloka, Chandaloka und Satyaloka. So, was bedeutet das? Sehr schwer zu verstehen letztendlich, aber das sind, Prabhupada erwähnt das in der Läuterung, es gibt 14 solche sogenannte Providence Planetensysteme. Planetensysteme. Ja? Das heißt, das impliziert verschiedene Planeten, Himmelskörper, Planeten, in einem Verband. System heißt also, es ist eine gewisse Verbindung zwischen diesen Planeten. Und diese verschiedenen Systeme oder Gruppen von Planeten werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. So würde man das jetzt verstehen. Ob das tatsächlich so ist, da könnte man noch lange drüber sprechen. Und es gibt 14 solcher Systeme. Und interessanterweise sind diese hierarchisch angeordnet, räumlich hierarchisch sogar, das heißt übereinander liegend. Und wir hören hier nun von dieser Hierarchie. So, in diesem System, ganz unten liegend, haben wir zuerst Bhuloka, darüber dann Bhuvaloka, dann Svaloka und dann Mahaloka. Das sind mal die vier, die in diesem Vers gegeben werden. Im nächsten Vers, morgen, hören wir dann von den anderen noch. Von Channaloka, Tapaloka und Satyaloka. Okay. So, das sind mal die Namen. Nun wollen wir erklären, was das eigentlich bedeutet. So, Prabhupada, so, es sind 14 Planetensysteme. Übereinander angeordnet. Und es gibt auch... Wo fange ich an? Also man kann sie auch einteilen, die unteren Planetensysteme, die mittleren Planetensysteme und die oberen Planetensysteme. Die unteren werden hier nicht mit Namen erwähnt, da haben wir Patala, Atala, Rasatala, Sutala, Vitala und noch Talatala und Mahatala. Ja, ich weiß nicht, ob die Rangordnung jetzt stimmt, aber es gibt 7 untere und 7 obere. Nun möchte ich das beschreiben und dafür ist es wichtig, dass wir nun unser Verständnis des Kosmos, so wie wir es in der Schule lernen, am meisten in der Schule lernen, im Fernsehen sehen, mal jetzt komplett auslöschen. Okay? Wir können das, was ich jetzt beschreibe, nur verstehen, wenn wir das mal vollkommen löschen. Wir können schwerlich diese Beschreibung mit dem, was wir so gelernt haben, verbinden. Ja? So, wir müssen das mal auslöschen. Also wir haben kein Verständnis
vorm Universum, wie das aussieht. Ja? Schmeißen wir die ganzen Galaxien mal raus und diese ganzen schwarzen Löcher und das Sonnensystem und so weiter. Ja? Das schmeißen wir mal alles raus. Ja? Nicht notwendigerweise alles, aber einfach mal, um ein blankes Blatt zu haben. Ja? So, das Erste, was beschrieben wird in den Veden, in den Puranas, dass es Universen gibt. Es gibt nicht nur ein Universum. Ja? Heutzutage meint man, es gibt nur ein Universum. Es gibt zwar diese nun mehr und mehr bekannt werdende Multiversen-Theorie, aber das ist nur eine Theorie. Wissenschaftlich, sage ich mal, meint man einfach, es gibt dieses Universum, das andere mag sein. Und das Universum wird als gigantischer Raum beschrieben, Lichtjahre groß, sich immer noch ausdehnend. Ja, man spricht ja von einem Urknall, da war die ganze Materie in einer, man sagt, Singularität vereint, also in einem winzig kleinen Pünktchen, ja, sehr, sehr, sehr klein, aber alle Masse des Universums war da drin. Das war's. Und aus irgendeinem Grund, man weiß nicht warum, kann man viel spekulieren, hat sich diese Singularität, sagt man, also dieses Einssein der Masse und Energie des Universums, ist explodiert. Deshalb sagt man Bang, Big Bang. Ja. Und dadurch ist dann alles entstanden. Durch die Entfesselung dieser gebündelten Kräfte und Masse. Woher diese Singularität kommt, weiß man natürlich nicht. Könnte auch Krishna gewesen sein. Also wir sind da gar nicht mal so grundsätzlich gar nicht so dagegen, könnte man sagen. Ja. So, und dann heißt es, dass der Raum sich erweitert hat. Vorher war kein Raum da. Man mag auch fragen, wo war die Singularität? War die in einem Raum? Ich meine, da hat es ja noch keinen Raum gegeben. Wo war die überhaupt? Ja. Also das wird dann sehr obskur. Jedenfalls hat sich der Raum dann ausgedehnt. Der Raum wurde gebildet durch den Big Bang. Die Massen haben sich sind rumgeschleudert, haben dann mit der Zeit die Planeten geformt, also erst die Sonne und so weiter. Jedenfalls darüber möchte ich ja nicht drauf eingehen. Aber der Raum hat sich ausgedehnt. Und laut dem modernen Weltbild dehnt sich immer noch aus. Dehnt sich immer noch aus. Das Universum wird größer und größer und größer. Dem stimmen wir nicht notwendigerweise zu. Wir mögen vielleicht einer ersten Ausdehnung des Universums zustimmen, und ich werde gleich beschreiben, woran wir das sehen, aber sprechen jetzt, soweit ich das sehen kann, anhand vedischer Literatur, von einem statischen Universum. Dann nun haben wir eine gewisse statische Situation erreicht, und die wird auch wieder implodieren, also sie wird sich auch wieder zusammenziehen. Aber es gibt so dann die Expansion des Raumes, des Universums, dann den stabilen Moment und auch wieder die Implosion, das Zusammenziehen. So, dass ein Universum im Sanskrit in den Schriften heißt Brahmanda. Brahmanda. Und ist eine Kugel, könnte man sagen. Manchmal wird auch beschrieben, dass das ein kosmisches Ei, also ein gerundeter Hohlkörper. Und ist nicht so groß, wie man jetzt vielleicht meinen möchte. Es wird gesagt, ist 500 Millionen Yojanas im Durchmesser. Yojanas ist die vedische Maßeinheit und wird zwischen 8 und 14 Kilometer angegeben, ein Yojana. Ja. So, das heißt, wenn wir mal mit 8 rechnen würden, dann hätten wir 500 Millionen mal 8, das wären 4 Milliarden Kilometer an Durchmesser. Das klingt für manche viel, für manche wenig. Ja. Also ich meine, für jemanden, der viel mit dem Auto fährt, klingt das viel. 4 Milliarden Kilometer, lange Strecke zum Fahren. Aber für die modernen Kosmologen und Wissenschaftler ist das verschwindend gering. Sie rechnen in Lichtjahren. Und das Licht, ich weiß nicht, wie schnell ist das Licht? 300.000 Kilometer pro Sekunde, ja? 300.000 Kilometer pro Sekunde. So ein Lichtjahr, das ist jetzt keine Zeiteinheit, sondern natürlich eine Distanz. Ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. So, wenn das Licht 300.000 Kilometer pro Sekunde schnell ist, kann man sich mal vorstellen, wie weit es in einem Jahr reist. Also eine unglaublich weite Distanz. Und die modernen Kosmologen sprechen von vielen Lichtjahren, wie die Entfernungen der Planeten und Sterne und Sonnen primär. Und also viel größere Maßeinheiten, als wir jetzt hier in den Veden haben. Aber man muss dazu sagen, dass ihre Angaben und ihre, erstens mal diese Distanzen, sie sind nicht gemessen. Die sind nicht physisch gemessen. Da hat man kein Lineal oder kein Maßband, wo man das messen kann. Das sind primär mathematische Beweise, könnte man sagen. Ja? Da wird das Licht gemessen, das wird dann irgendwie analysiert. Also
in zweiter, dritter, vierter Instanz kommt man auf solche Maßeinheiten. Das ist nicht, dass man das direkt wahrnehmen kann. Also das ist mal der erste Punkt. Also das sei schon mal dahingestellt, ob es solche Distanzen überhaupt gibt. Ja? Ob das überhaupt gibt, das kann man nicht wissenschaftlich verifizieren. So, und in der Hinsicht, wenn man nun als Mensch, der auf diesem Land, genannt Erde, steht, sich nun mal 4 Milliarden Kilometer vorstellt, dann ist das schon sehr weit. Also aus praktischer Sicht gesehen sind 4 Milliarden Kilometer sehr weit. Ja, das ist nicht wenig. Ja. Ja, natürlich in diesen mathematischen Bereichen ist wenig, aber aus praktischer Sicht ganz, ist es sehr groß. Also das Universum ist ein gigantischer Hohlkörper, 4 Milliarden Kilometer Durchmesser. Gut. Und in dieses Universum, davon gibt es viele. Also da glauben wir auch an Multiversen. Es gibt viele. Wo kommen die her? Das wird auch beschrieben. Die kommen von einer Form von Krishna, der heißt Mahavishnu. Maha heißt groß und Vishnu ist ein Name von Krishna, der Alldurchdringende. Also der große Vishnu, der, aus dem diese Universen, aus seinem transzendentalen Körper, gehen diese Universen hervor. Aus seinen Poren, aus seinen Nasenöffnungen. Warum? Durch das Atmen. Durch seinen Atemvorgang gehen diese Universen aus ihm hervor. Das natürlich klingt sehr mythologisch, aber wie gesagt, die Singularität, wo kommt die her? Da wird es auch mythologisch oder nicht. Also da, irgendwo muss es ja herkommen. Ja? So die Veden erklären von Krishna. In der Hinsicht könnte man von, man sagt, Ex Nihilo sprechen, eine Ex Nihilo-Schöpfung. Ex Nihilo heißt aus dem Nichts. Ja? Aus dem Nichts, warum? Weil das, woher die Universen kommen, ist metaphysisch. Also aus dem physischen Nichts, könnte man sagen. Und das ist die Kraft von Krishna. Nur Krishna kann Ex Nihilo schaffen. Er schafft nicht aus dem Nichts, er schafft aus sich heraus. Om Purnamada Purnamidam. Er ist Purnam, er ist vollkommen. Und aus ihm können vollkommen Einheiten hervorgehen, ohne dass er an Vollkommenheit verliert. Er ist die einzige unendliche Energiequelle. Niemand von uns kann das. Kein Wesen kann einfach etwas aus dem Nichts schaffen. Aber Krishna kann das. Und er kann sogar unendlich viele Universen schaffen, die er manifestiert. So viele dieser Brahmandas gehen aus ihm hervor, diese Hohlkörper. Und nun wird beschrieben, was in diesem Universum, was sich da befindet. Und nun wollen wir auf diese Planetensysteme eingehen. Und wir beginnen zuerst von unserer Erde aus gemessen. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, ein spannendes Thema. Was ist die Welt, auf der wir leben? Und schockierenderweise gibt es im Bhagavatam, soweit man das natürlich kann, man auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Und Srila Prabhupada hat es definitiv auf eine gewisse Art und Weise gelesen. Aber im ursprünglichen Text ist es schwer, eine Kugel, die wir Erde nennen, mit, was haben wir hier an Durchmesser? Was hat die Erde? 6.000? 40.000? Nee, Durchmesser. Ja. Genau, so circa 10.000? War das nicht so? So genau, 10.000? Irgendwas 12, ne? Genau. Und der Durchmesser so 12.000 Kilometer, genau. Ja, weil die Radius waren 6.000, kann ich meinen, genau. Okay, so, im Bhagavatam finden wir keine Beschreibung von einer Kugel mit 12.000 Kilometern Durchmesser, ja, auf der wir leben. Nee, findet man nicht. Ja, findet man nicht. Auch wenn es manchmal so klingt, wenn Prabhupada das so übersetzt, ne, die Planet Erde, Planetary Earth oder so, ja, dann das ist nur, dass Prabhupada praktisch übersetzt das in eine Terminologie, die wir verstehen. Interessanterweise hat man ja, seitdem man an diesen Kugelkörper glaubt, die Erde ja abgebildet als kugelrundes Gebilde. Ne? Wir kennen die Bilder der Erde, wenn man im Internet guckt oder so, oder im Textbuch und so, dann wird da ein Bild gegeben von der Erde, die meisten von uns kennen das, haben wir schon gesehen, die Satellitenbilder und was auch immer, so ein kugelrundes Ding. Und vor kurzem hat ein großer Wissenschaftler, dieser schwarze afroamerikanische Wissenschaftler aus Amerika, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ganz bekannter Wissenschaftler, hat gesagt, ja, die Erde
Eigentlich ist ein, oh, ich habe das vergessen auf Englisch, wie das heißt, aber das ist mehr spheral oblate oder so. Also es ist nicht kugelrund, es ist mehr so eingedrückt rund, also ein bisschen so. So sieht so, es aus. So you spin, you know, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. Yeah. Gets wider in the middle. And so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby is a good way. It's like pear-shaped. In Wirklichkeit. So wie neueste Erkenntnisse der Wissenschaft sagen, huh? Wie ein Idli, genau. So wie ein Idli, ein bisschen breiterer Idli. So sieht die Erde aus. Und dann frage ich, aber Moment mal, dieses Foto hier, wo die jetzt im Weltall waren, ein Foto gemacht haben, warum ist das dann so rund? Wie gibt es das, dass das auf einmal sagt, nein, nein, so, es ist nicht so rund. Was ist das für ein Foto? Ist das verzerrt durch vielleicht die Luft oder ist da andere, was ist denn da passiert? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Beides soll ja direkte Wahrnehmung unserer Erde sein. Und dann habe ich vor kurzem sogar einen Artikel gelesen, der ist schon, glaube ich, 5 Jahre alt oder so. Neueste Erkenntnisse. Neueste Erkenntnisse. Ein deutscher Wissenschaftler, dass die Erde, und dann haben die ein Bild gegeben, wie die Erde in Wirklichkeit aussieht, das haben die dann gemessen mit verschiedenen, das ist halt eine Abbildung aufgrund von verschiedenen Messdaten der Erde. Also es wurde, die Erde wurde gemessen und an jedem Punkt wurde zum Mittelpunkt gemessen und dann hat sich eine gewisse Form ergeben und das müsste ich als Bild haben, wie das ausgesehen hat. Warte mal, ich mal das mal auf. Ach, mein Kabel ist eh lang genug. Wie die Kartoffel? Ja, genau. In irgendeiner Stadt waren diese Wissenschaftler, ich weiß nicht, irgendwo, und haben die das dann die Dresdner Kartoffel genannt oder so. Das ist der neue Ausdruck für die Erde. Ja, und das war dann ungefähr, hat es dann so ein Bild gegeben. Ja, die war dann so ungefähr. So sieht die Erde aus. Und die schwebt im Weltall. Okay, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben falsch, aber das ist ungefähr so, haben wir es dann gemalt. Mit ein paar Einkerbungen drin. Ja? Das ist nicht rund. Das ist nicht kreisrund. Neueste Erkenntnisse, die Erde sieht aus wie eine Kartoffel. Nicht wahr? Das ist wissenschaftliche Terminologie. Das habe ich mir jetzt noch nicht aus dem... Ja, sagen wir, das sieht aus wie eine Kartoffel. Okay, so, wenn die schon so spekulieren, dann dürfen wir auch unseren Senf dazugeben, ja? Und mal sagen, wie laut dem Bhagavatam die Erde aussieht. Die Welt, auf der wir hier leben, auf der wir unsere Füße haben, auf der wir wandeln, auf der wir rumlaufen. Was ist da unter uns und vor uns und so weiter? Und das wird beschrieben im Bhagavatam. So, erstens ist die Landmasse oder diese Masse oder die Erde wird bezeichnet als Bhu, ja, das ist das Wort Bhu-Loka, Bhur-Loka oder Bhu, oder wird auch manchmal als Prithvi bezeichnet oder Maha und Mahi. Das ist das Wort für Erde, auf der wir leben, und heißt auch Bhu-Mandala. Bhu-Mandala. Weiß jeder, was ein Mandala ist? Ja, Mandala, im Buddhismus auch, die malen diese Mandalas, diese symmetrischen Gebilde und so weiter. So, die Erde wird verglichen mit einem Mandala. Warum? Mandala heißt auch Scheibe. Ja, ist eine Scheibe sozusagen, eine Fläche. Das ist Bhu-Mandala, deshalb Bhu-Mandala. Und wie groß ist sie? Sie geht fast bis zum Rand des Universums. Fast bis zum Rand des Universums. Aber ich habe hier, diese Beschreibungen sind im 5. Kanto Srimad Bhagavatam. Und hier gibt es auch eine sehr schöne, verschiedene Abbildungen mit den Maßeinheiten aus diesem Buch. Und hier gucke ich nochmal kurz. Hier haben wir es. Also, Bhu Mandala geht bis... Ja, so circa 3, okay. Bis zu, ich kann es jetzt nicht ganz sehen, 200 Millionen Kilometer. Okay, also nicht ganz bis zum Rand des Universums. Das Universum am Rand sind 4 Milliarden, also 4000 Millionen Kilometer. So 200 Millionen.
Millionen Kilometer, circa, ist die Erde groß. Nicht 12.000 Kilometer. Laut Bhagavatam, hunderte Millionen Kilometer. Eine Scheibe, die so groß ist, ja. Und wie ist sie aufgebaut? Im Zentrum ist Land, in dem ist auch ein Berg, der ist Sumeru, auf den möchte ich nicht eingehen, aber ein Land ist in der Mitte, das heißt Jambudvipa. Jambudvipa, Dvipa heißt Insel, weil diese Fläche besteht aus Land und Wasser. So wie die Erde, das sehen wir doch, oder? Wenn wir jetzt ein bisschen nach Süden fahren, dann kommst du nach Italien, so, und dann ist schon das Meer. Wenn du in die andere Seite fährst, dann hast du schon Meer. Überall hast du Meer rundherum. Warum? Weil das ist ein Teil von Jambudvipa. Dvipa heißt Insel, ja? So, in der Mitte haben wir diese fast runde Insel und sie hat verschiedene Bereiche, sogenannte Varshas. Varsha heißt sowas wie Kontinent oder Bereiche. Und der Bereich, auf dem wir leben, heißt Bharata Varsha und ist der südlichste Teil von Jambudvip. Und das heißt, Jambudvip, diese große Insel, die wird auch angegeben, wie groß, das wird auch im Bhagavatam angegeben, wie groß sie ist, das ist sehr, sehr groß, große Insel, runde Insel, und wird umringt von einem Ozean, von Wasser. Und es wird gesagt, aus was dieser Ozean besteht, weil es gibt verschiedene Ozeane. Ja, wir haben schon Süßwasser und Salzwasser. Ja, so dieser Ozean, der Jambudvip umringt, ist was für ein Wasser? Salzwasser. Ja, natürlich. Was sonst? Salzwasser. Salzwasser. So, der Salzwasser-Ozean umgibt Jambudvip. Ja. Und dann hat man wieder ein Land, das ringförmig um diesen Ozean ist. Das ist die nächste Plakshadvip, nächste Insel. Und dann gibt es wieder Ozeane und so weiter. So, ringförmige Inseln und Ozeane, aus denen besteht Bhumandala. Das ist sozusagen unsere horizontale. Das ist das Universum von uns aus gesehen, was sich horizontal von uns befindet, auf unserer Ebene, Bhumandala. Das ist das Land. Ja. Ob jetzt Bharatvarsha, die Erde, ist jetzt doch eine Kugel, ist innerhalb dieses Bhumandala, das ist ein anderes Thema. Manche Devotees haben das so abgebildet, haben gesagt, ja, die Erde ist rund, diese 12.000 Kilometer, das stimmt schon, und diese Kugel befindet sich innerhalb dieses Bhumandala irgendwo halt in diesem Bereich von Bharatvarsha. Mag sein, ist aber nicht im Bhagavatam. Okay, also das, was ich jetzt gesagt habe bis zu dem Punkt, das ist halt, was im Bhagavatam beschrieben wird. Ob wir jetzt auf einer Kugel oder auf einer Fläche leben, das im Bhagavatam klingt es eher nach einer Fläche eben, ja, nach dieser großen Fläche. Aber wie gesagt, ob das ein Kugelbereich ist, das kann man so interpretieren, ist aber nicht dann direkt Shastra. So, was befindet sich nun vertikal von uns? Und das ist die Beschreibung, die wir heute hier haben, vertikal. Also wir befinden uns auf Bhuloka, das ist eben Bhuloka, und das nächste über uns ist Bhuvaloka. Das ist ein höheres Planetensystem. So, wo das jetzt direkt ist, wenn wir jetzt in den Himmel gucken, ist schwer ausfindig zu machen. Die anderen Planeten unseres Sonnensystems werden angegeben im Bhagavatam. Ja? Also Merkur, Mars, Venus, Jupiter, ne, Jupiter ist Brihaspati, Guru, ja, Shani, Saturn und so weiter. Merkur, Buddha, Mars ist Mars. So, Venus ist Shukra. Was hier? Mars, Angaraka, Graha. Ist Angaraka. Naja. Und so weiter. Also die werden angegeben und die Distanzen werden auch angegeben. Gut. So, das nächste ist Bhuvaloka, dann haben wir Svaloka und Mahaloka. Und Svaloka ist interessant. Svaloka, das sind die himmlischen Planeten. Und die befinden sich, hier wird es auch gesagt, Siddhas, Charanas, Yakshas, Sonne, Mond, Merkur. Nö, steht hier nicht. Aber Mahaloka, das nächste, ist ungefähr 12 Millionen Kilometer, Yojanas über uns. 12 Millionen Yojanas, Mahaloka. Und Svaloka ist irgendwo da dazwischen. Ja? Mahaloka befindet sich 12 Millionen Yojanas, also das sind circa 100 Millionen Kilometer über uns.
So, das ist sehr, sehr, sehr weit weg. Ja. Vielleicht klare Teleskope können wir angeblich alles sehen. Svaloka eben dazwischen. Und Svaloka, das sind die himmlischen Planeten, da residieren die Halbgötter, die Devas, die Götter. Und ab Mahaloka, das sind dann Weise und Rishis, noch mächtigere Wesen als die Devas. Die residieren auf Mahaloka und dann speziell auf Channaloka, Tapoloka. Und dann ganz oben ist Satyaloka und das ist dann, das muss man ja alles zusammenrechnen, ungefähr ja, 120 Millionen, 200 Millionen, weiß nicht, so 500 Millionen Yojanas, was auch immer. Ganz weit oben ist Satyaloka oder Satyaloka, Brahmaloka, wo Brahma residiert. Und im Vers morgen heißt es dann auch, und jenseits davon noch darüber ist Vaikuntha, das sind die spirituellen Planeten. Und die sind Sanatana. All diese Planeten sind vergänglich. Die mögen vielleicht lange existieren, aber werden irgendwann implodieren. Wie gesagt, am Anfang das Universum expandiert sich, hat einen statischen Zustand, die kosmische Manifestation, alles ist manifestiert, Leben ist möglich, verschiedene Dinge, der Seelen finden statt in diesem Universum, auf den verschiedenen Planetensystemen oder Lokas. Ja. Und dann am Ende wird alles vernichtet, alle Elemente werden wieder separiert, momentan die Elemente sind vereint, zum Beispiel in diesem Körper, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther. Dann werden die Elemente wieder getrennt, fallen in den ursprünglichen Zustand zurück, gehen das Pradhan ein, in die Urenergie, in die Urmaterie. Das ganze Universum implodiert räumlich und wird zurückgezogen in Mahavishnu. Wie lange ist das Universum präsent? Das ist, wie war lang? 300, circa 300, wie waren es? 300 oder 600 Billiarden Jahre. Ja, so lange ist das Universum präsent. Ja, auch lange. So, aus praktischer Sicht, wie gesagt, sind die Beschreibungen der Veden ja, lange, große Zeiträume und große Distanzen. Praktisch. Ja, mathematisch mag es klein sein. Was ich noch, und nun wollte ich noch kurz über die unteren Planetensysteme sprechen. Klar, ich habe jetzt nicht viel gesagt, was ist auf den höheren. Also diese höheren Planetensysteme sind gekennzeichnet, das Leben dort ist möglich und die Lebewesen dort leben sehr lange, sind aus unserer Sicht sehr gesehen sehr mächtig, sehr schön, ja, sind keine komischen Aliens, da gibt es manchmal Alien-Filme und die sehen dann alle so monstermäßig aus, ja. Die mag es auch geben, aber nicht auf den höheren Planeten. Auf den höheren Planeten, das sind idealere, wenn man das so sagen kann, Menschen. Das sind auch Menschen oder menschliches oder humanoides Leben. Das heißt, intelligentes Leben und ästhetisches Leben. Ja, ästhetisch intelligente Lebensformen. Und die haben mehr Kapazitäten als wir. Unser Stoffwechsel zum Beispiel ist sehr grob. Die Halbgötter haben nicht diese Probleme. Für die Halbgötter sehen wir nicht, gerade im Kali Yuga, sehen wir nicht schön aus und riechen auch nicht gut. Ja. Da hat es doch mal die Situation gegeben, da hat sich ein himmlisches Mädchen verliebt in einen irdischen König, der hieß Pururava. Das ist im Bhagavatam die Geschichte. Und das war sehr erwähnenswert, weil normalerweise diese himmlischen Mädchen haben anderen Standard. Ist ja auch nicht so, dass da irgendwie die bildhübsche Tochter von einem Millionär dann irgendwie so einen, weiß nicht, eher sozial, nicht gerade in der höchsten Stellung arrangierten ja, Menschen da haben möchte oder einen hässlichen oder sowas. Ja, anderen Standard, ist doch klar. So ist das himmlische Mädchen, das normal am Hofe von König Indra sich befindet, so ein himmlisches Gesellschaftsmädchen, hat sich verliebt in einen irdischen König, weil der irgendwie so herausragend, so wunderbar war, ja. Und das war sehr bemerkenswert, dass sie da heruntergekommen ist von ihren himmlischen Planeten. So, und nun ganz zum Schluss möchte ich noch kurz über die unteren Planetensysteme sprechen. Und das ist interessant, ja. Jeder von uns hat schon mal gehört über diese unteren Planetensysteme. Die heißen auch mir fällt gerade, Bilasvarga. Ja, Bilasvarga. Es gibt Bomasvarga. Es gibt Divya-Svarga und es gibt eben Bila-Svarga. Svarga heißt Himmel, himmlische Welten.
Ja, himmlische Welten im eigentlichen Sinn, so wie man sich es vorstellt. Alles ist schön, alles sind schön, wunderschöne Musik, tolles Essen, himmlische Wesen. Wow, wie so eine Fantasiewelt. Das ist Svarga. Das ist auf diesen höheren Welten, wo die Halbgötter residieren. Aber es ist auch vergänglich. Das ist nicht, manchmal denkt man, das sind die Beschreibung anderer Religionen über den Himmel. Ja, das trifft dieses Svarga Loka, aber das ist auch vergänglich. Diese Halbgötter müssen auch sterben. Ihre Welt wird auch vernichtet, aber sehr spät. Diese Welt existiert sehr lang. Ja, wir leben auch nur ganz kurz. Wir sind wie so Eintagsfliegen für die Halbgötter. Wenn die Halbgötter mal nach unten gucken, da sind Generationen, Zivilisationen auch vergehen da wie in einem Moment. Ja. Wenn die dann nach unten gucken, ist es wie im Zeitraffer. Da läuft das hier alles ab. Die leben sehr, 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 sehr lange. War das nicht so? Ein Tag der Halbgötter sind 6 Monate für einen Menschen. Ja, das ist die Angabe. Bei den Halbgöttern, ein Tag ist wie hier 6 Monate. So ist der Vergleich gegeben. So diese himmlischen Welten, so, und diese himmlischen Welten, da gibt es 3 Kategorien von. Es gibt diese himmlischen Welten auf diesen oberen Planeten. Es gibt Bhoma-Svarga, also himmlische Realitäten, Ebenen auf Bhumandala, auf der Erde. Also wenn ich jetzt die Erde sage, meine ich jetzt Bhumandala, Bhumi. Nicht wo wir sind, Bharadvarsha, das ist eben unsere menschliche Ort, aber an anderen Bereichen dieser großen Fläche gibt es auch himmlische Regionen. Die sind nicht so himmlisch sozusagen wie die oberen, die Himmel, aber sind aus unserer Sicht himmlisch. Mit schönen Wesen und lang leben und genießen und wenige Probleme. Ja, Geburt, Alter, Krankheit, Tod sind dort nur peripher existent. Ja, man hat mal gehört davon, dass jemand mal krank ist oder sowas. Ja, ein bisschen, ja, Hauch. Ist nur ein Hauch. Und dann gibt es auch Bilaswarga. Das sind die himmlischen Realitäten unterhalb der Erde. Das heißt, diese unteren Planetensysteme sind keine höllischen Welten. Es gibt auch höllische Welten. Aber die sind noch weiter unten und das sind dann diese höllischen Orte, an denen man wirklich intensives Leid erlebt. Für eine gewisse Zeit. Die höllischen Welten, an denen, wenn man sich dort aufhält, kommt man auch wieder raus nach einer gewissen Zeit. Also es gibt keine ewige Verdammnis, ewige Hölle. Aber die Planeten, man sagt diese unteren Planetensysteme, wir sagen immer untere Planetensysteme. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen von einem Devotee, der hat diese Texte analysiert im Bhagavatam und laut seiner Interpretation sind die unteren Planetensysteme nicht unter der Erde, sondern in der Erde. Wenn wir nun Bhumandala uns jetzt vorstellen, diese Millionen Kilometer große Scheibe, die ist ja auch sehr dick. Ja, das ist ja nicht nur 2 Meter dick oder was. Ja? Und da wird auch angegeben, wie dick die ist viele Tausende, Tausende, Tausende Kilometer dick. Und es heißt, die unteren Planetensysteme werden auch Vivarana genannt, Vivarana, und die Übersetzung ist Höhle. Ja? Die unteren Planetensysteme sind Höhlen, nicht Höllen, ja, Höhlen, manchmal ist auch Erdlöcher. Und im Bhagavatam wird gesagt, dass sie einen Durchmesser haben von 10.000 Yojanas. Das heißt, wer bis jetzt aufgepasst hat, wie viel sind das in Kilometer? 80.000 Kilometer Durchmesser. Jede dieser Höhlen ist 80.000 Kilometer groß, ja, an Breite und an Höhe. Wie groß ist die Erde nach unserem modernen Verständnis? 12.000 Kilometer. Also wenn wir das jetzt rein, kannst du da die Erde praktisch 6-mal hineinmachen. Also ein Hohlraum, gemessen an der Masse unserer Erde, wie wir sie heute verstehen, von 6 Erden. Also ein großer Hohlkörper, ja. So, in dieser Höhle, die sind auch untereinander und jede davon ist 10.000 Yojanas an Durchmesser und dann eine gewisse Distanz dazwischen. Und die befinden sich innerhalb der Erde. Warum ist das so? Oder woran kann man das sehen? Im Bhagavatam heißt es, dort gibt es kein Sonnenlicht. Schon mal, könnt ihr euch erinnern, wenn ihr Bhagavatam gelesen habt, 5. Kanto, in den unteren Planetensystemen gibt es kein, dort kommt die Sonne nicht hin. Ja, warum? Weil sie Höhlen sind. Aber ist dann alles dunkel? Nee, die haben Technologie. Das heißt, diese unteren Planeten sind technologisch sehr, und nicht sind ja keine Planeten, das sind Höhlen, ja, sind technologisch sehr fortgeschritten und werden regiert von einem Dämonenfürsten, der heißt Maya Danava.
Und Maya Danava heißt es, ist der Architekt und Ingenieur der Dämonen. Und sie haben Technologie weit von unseren Möglichkeiten. Und es heißt, in verschiedenen dieser Höhlen, die Menschen sind Nagas oder die Lebewesen, die Bewohner sind Nagas und Nager und Reptiloiden. Ja, das sind Reptilwesen, aber keine Tiere. Das sind menschliche, auch humanoid, aber eben reptilhumanoid sozusagen. Und die sind sehr intelligent. Die sind nicht dumm. Sehr intelligent. Und es gibt Höhlen, und dort haben diese Nagas Juwelen auf ihrer Stirn. Und diese Juwelen erzeugen Licht. Und dann leuchtet alles. Und das, somit erleuchten die sowieso ihre Welt mit Juwelen. Es ist nicht, dass die dann alle so Schlangenlaternen sind, sondern das ist mehr Schmuck. Aber der Rest des ganzen, der ganzen Höhle wird erleuchtet von dieser Kristalltechnologie. Technologie, ja? Kristalltechnologie. Gadada, manche von euch kennen Gadada, der diesen Time Wafer erfunden hat. Habt ihr schon mal gehört von dem Time Wafer? Das ist so eine Maschine, die kannst du an deinen Computer stecken und die kann aufgrund der, weiß nicht, ich will nicht sagen Akasha-Chronik, aber die kann sich in das Informationsfeld des Universums reinhacken. Ja? Der Gadada hackt sich in das Informationsfeld des Universums und dadurch bekommt er halt Wissen, Informationen über alle möglichen Dinge. Und momentan wenden die es im medizinischen Bereich an, verschiedene Doktoren und Mediziner, um die Krankheiten der Patienten herauszufinden. Also sie müssen dann nicht mehr, nehmen nicht das Blut und so weiter, sondern sie gehen da in diesen Time Wafer und der scannt praktisch den Menschen und dann finden sie, wo ist das Problem, was ist die beste Heilungsmethode. Ob es stimmt oder nicht, da streiten sich die Geister. Diejenigen, die es anwenden, sagen, funktioniert, ja. Aber was ist da drin in dem Time Wafer? Ja, das ist natürlich Betriebsgeheimnis, wir haben keine Details, aber er hat gesagt, da sind auch verschiedene Spulen und verschiedene Kreise, ja, elektrische Kreise, ich weiß nicht, ob es elektrische Kreise überhaupt sind, aber da sind auch Edelsteine drin, Juwelen sind da drin. Und so weiter, also Kristalle, Juwelen und so weiter, können Informationen auch speichern, da gibt es ja auch verschiedenste Technologien, da wird die geforscht und so weiter. So, diese und auf diesen unteren Planeten, die haben das perfektioniert, ja, diese Juwelentechnologie, Kristalltechnologie. Und viel mehr dieser Dinge. Und deshalb, weil das Leben dort ist so fantastisch aus unserer Sicht, deshalb werden diese Orte auch Svarga genannt oder himmlische Welten. Aber der große Unterschied zwischen den oberen himmlischen Welten und diesen unteren ist, dass die oberen sind theistisch und die unteren sind atheistisch. Das heißt, auf diesen oberen Planeten, die verstehen, es gibt Gott, es gibt Vishnu, Gott ist Vishnu, er hat uns all das gegeben, sie verehren Vishnu, sind sehr fromme Wesen und bekommen, weil sie sind Kama Mishra Bhaktas, das heißt, sie sind keine reinen Devotis, ein reiner Devoti verehrt Krishna, nur warum? Ja, wir wollen ja reine Bhakti haben. Warum verehren wir Krishna? Ha? Hat jemand einen Vorschlag? Warum verehren wir Krishna? Um ihn zufrieden zu stellen. Richtig. Aber ein Kama Mishra Bhakta, der verehrt Krishna. Das sind das Reichste. Oh, mach mich reich, mach mich schön. Gib mir viele Kinder. Gib mir eine neue Frau. Die alte mag ich nicht mehr. Ja, ich will ein neues Auto und so. Ja, ja. Mach meine alte weg. Ich will eine neue. Ja, so. Das heißt Kama Mishra. Ja, Mishra ist vermischt. Ja. Entweder Kama, also mit lustvollen, mit materiellen Wünschen, vermischte Bhakti. Und Krishna sagt, ist okay, ich gebe dir das, weil du verehrst mich, aber ist nicht so zufriedenstellend für Krishna. Klar. So, das sind die Halbgötter. Die Halbgötter verehren Krishna, weil sie sagen, wow, du bist super toll und dies und jenes, aber wir haben materielle Wünsche und wir machen das, wir machen Deal, ja. Und Krishna ist barmherzig. Auf den unteren Planeten, die sind vollkommen Atheisten. Wir sind die Herren der Materie. Ja, das sind die Herren der Materie, denen wirklich, wir haben es voll rausgefunden. Und über die Jahrtausende hinweg gibt es viele Legenden über die Nagas. Da ist natürlich jetzt keine Zeit mehr. Aber auch im Mahabharat, nur ein kleiner Hinweis auf die Nagas. Vor Jahrtausenden, vor dem Kali Yuga, hatten die Menschen viel mehr Verständnis von der Erde, auf der sie leben, und konnten andere Bereiche von Bhumandala auch erreichen und hatten auch Austausch mit den höheren Wesen und mit den unteren Wesen. Praktisch das Universum war den Menschen vor dem Kali Yuga zugänglich in verschiedensten Bereichen. Im Kali Yuga, der Mensch ist praktisch
eingeengt oder wie sagt man, was ist das Wort? Was ist das Wort? Jetzt hatte ich es gerade, aber jetzt habt ihr es mich wieder weggenommen. Nein, aber das ist, wenn du reist und du musst, Quarantäne, das ist das Wort. Quarantäne, der Mensch ist im Kali Yuga, wir sind Quarantäne. Mit uns will niemand was zu tun haben. Und schon gar nicht die Halbgötter. Die sagen, diese Menschen, ich meine, guck mal, was die da machen. Ja, wir bauen jetzt eine Mauer und wir reißen die Mauer und wir Krieg und warum Krieg? Wegen Erdöl, ja. Ja, die ganze Tierschlachten, ja, diese ganze Ausbeutung der Natur, Ausbeutung der Menschen, Menschenhandel. Ja, Menschenhandel, dann wird ein Mensch, kannst du kaufen, den kannst du dann missbrauchen und dann bringst du ihn um und schmeißt ihn in den Fluss oder so. Und solche Sachen, die es heutzutage gang und gäbe. Ja. Wahnsinn, die Halbgötter sind sehr kultivierte Wesen und auch die Asuras sind teilweise sehr kultivierte Wesen. Und zwar Atheisten aber und sagen, diese Menschen, die sind voll durchgeknallt. So, wir sind in Quarantäne gehalten in diesem Kali Yuga und denken, wir sind die Einzigen im ganzen Universum. Wir leben auf so einem winzig kleinen Kügelchen, genannt Erde, inmitten vom dunklen Raum und da ist nirgendwo irgendwas. Ne? Aber wir sind auch philosophisch in Quarantäne. Ja? Diese Kali-Yuga-Doktrin hält uns auch geistig voll gefangen, dass der Mensch gar nicht weiter denkt oder forscht oder guckt, kann er gar nicht. Ja, er ist physisch und auch mental gefangen. Ja. Aber in anderen Zeitaltern war der Mensch sich dessen bewusst, was der Raum ist. Und das sind die Beschreibungen des Bhagavatams. Diese Bereiche waren den Menschen bewusst. Und wie gesagt, vor 5000 Jahren gibt es eine kleine Szene. Arjuna, unser Arjuna, er ist ein Kshatriya und deshalb Polygamie ist legitim, hatte mehrere Frauen. Es scheint nicht, dass er mit allen gleichzeitig gelebt hat. Das ist auch interessant. Manche hat er nur eine Beziehung für eine gewisse Zeit gehabt, die hat Kinder bekommen und dann ist er wieder gegangen und wir wollen jetzt nicht über die Moral dessen sprechen, aber so ist es halt passiert. Und er hatte eine Naga-Prinzessin geheiratet. Die ist Ulupi. Ulupi. Ja, schon kennt ihr die Geschichte, ja? Und interessant, also die scheint hübsch gewesen zu sein, weil Juna ist sich auch sehr hübsch. Also da denkt man nicht, das ist nicht so ein Monster, so eine Schlange. Muss sie hübsch gewesen sein. Und Juna hat ein Kind mit ihr. Und der war Iravan. Das war also ein halb Mensch, halb Naga. Und der hat in der Schlacht von Kurukshetra auch mitgekämpft. Ja, Iravan war in der Schlacht von Kurukshetra, ist dann von einem anderen halb Mensch, halb Rakshasa oder Naga getötet worden. Auf der anderen Seite hat ja auch ein anderer mitgekämpft. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Aber Iravan hat sehr, sehr mächtig gekämpft. Und ein anderer halb Mensch, halb Rakshasa, der Sohn von Bhima, Ghatotkacha, ja, hat auch bei den Pandavas gekämpft. In dem Mahabharat gibt es oft Geschichten, da vermischen sich diese verschiedenen Bewohner, verschiedene Orte und ja, da war die Welt, wie gesagt, das war noch eins. One World. Da war es One World. Heute ist alles separiert. Separiert, Planet ist separiert von den anderen Orten und auf der Erde separieren wir uns und wir machen ganzen Kontinente und die ganzen Länder und die ganzen Bezirke und alle sind separiert und mausern sich ein und bauen sich ihre Wände und hier auch gerade in Deutschland jeder seine Wohnung und sein Haus und sein Garten und seine gute Zäune machen gute Nachbarn. Und ich will nichts dagegen sagen, manchmal, es stimmt ja auch, weil man kann ja niemandem mehr trauen. Deshalb brauchen wir die Grenzen und deshalb brauchen wir die Zäune, deshalb brauchen wir die Mauern, deshalb brauchen wir die Waffen, deshalb brauchen wir die Atomwaffen. Und bei jedem Anzeichen von Misstrauen schmeiße ich dir die gleich drauf, weil, Vorsorge ist besser, ja? Proaktiv sein, gleich den Feind vorsorglich ausmerzen. Hat noch nichts gemacht, aber könnt ja was machen, so besser gleich weg. Ist ja nur ein Feind und so weiter. Ja? So, das sind Kali-Yuga-Denkweisen und das sind Kali-Yuga-Handlungsweisen und so ist das halt. Okay, dann. Danke für die Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Bol. Fragen brauchen wir keine. Ja, alles klar. Ich wollte mal was sagen, und zwar zu diesem Thema, ob die Erde nun eine Kugel oder flach ist. Ich habe da nämlich als erstes mir damals eingefallen, Varahadev, der hat doch auch diese Kugel auf den Stoßzähnen. Ne? Die traditionelle Abbildung. Ja, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Und Kumanda. Da habe ich mir so gedacht, warum wird die dort als Kugel dargestellt? Wo wird die als Kugel dargestellt?
Bei diesem modernen Bild. Wer hat das moderne Bild gemalt? Das ist im Srimad Bhagavatam, siehst du doch so. Wo genau. Iskon. Ja, genau. Das ist mir aufgefallen und habe ich gedacht, ist es eine Kugel? Dann habe ich halt nach diesen älteren Bildern gesucht, ob es dort auch eine Kugel ist. Und dort ist es aber eine Insel. Richtig. Unten Boden und oben so halb genau. Rund, wo die drauf leben. Weil das ist Bhumandala. Im Bhagavatam heißt der Bhumandala gehoben. Ja? Aber warum ist dann in den neuen Zeichnungen eine Kugel und warum wird das? Ich spreche doch gerade davon, dass wir auch in ISKCON. Hm. Jetzt muss ich mir das wieder anschauen. Tu mir das Mikrofon auch wieder hin, dass man dich versteht. Das ist einfach noch. Ja, in ISKCON. Ist halt das gängige Verständnis, dass wir das so mitbekommen haben. Prabhupada deutet das so an und es ist ein langes Thema, das müsste man aufarbeiten. Und so hat man das einfach so übernommen, weil er hat die Erde gehoben, ja, so klingt das halt, ja. Das ist halt so dieses zeitgemäße Verständnis. Aber traditionell sprechen wir von Bhumandala. Traditionell ist es immer, wenn von Erde gesprochen wird, im Bhagavatam, Bhumandala, praktisch immer. Da gibt es keine Beschreibung von diesem 12.000, dieser 12.000 Kilometer in Durchmesser haben. Kugel ist immer Bhumandala. So, es ist nicht so, dass die Erde, wie jetzt verschiedene Flat Earther sagen, dass das so eine kleine Scheibe ist und dass Sonne und Mond sind so klein. Nee, wir sprechen vielleicht auch von einer Flat Earth, aber die ist gewaltig groß. Und es mag sein, dass das, was wir Antarktis nennen, wirklich eine Grenze ist, vom Jambudvip mag auch sein, aber dahinter geht es weiter. Also wir haben keinen Hinter von diesem Dom, ja, die sprechen dann von diesem Glasdom und so weiter. Also das ist, glaube ich, soweit ich weiß, nicht im Bhagavatam. Aber wie gesagt, Bhumandala ist eine riesige Scheibe, Millionen Kilometer im Durchmesser, mit verschiedensten Ländern und Welten und so weiter. Und was hatte ich noch? Was war es noch? Ach so, ja genau. Im Alten Testament wurde mir mal gesagt, dass da wird der Meter definiert als der 10-millionste Teil vom Nordpol bis zum Äquator. Also 10.000 Kilometer, sagt mir auch. 10.000 Kilometer oben vom Nordpol bis runter zum Äquator ist dieser Viertelbogen geschlagen sozusagen. Und das definiert eigentlich den Meter. Und das steht im Alten Testament. Bloß ich frage mich, woher will man wissen, wo genau der Nordpol ist und woher will ich ganz genau wissen, wo der Äquator ist. Wie soll ich sowas rausfinden? Wie soll ich solche Messungen machen, wenn ich nicht ganz genau weiß, wo es ist? Es ist auch irgendwo an den Haaren herbeigezogen irgendwo. Das ist halt immer das Problem, dass man alte Angaben mit modernen Informationen vermischt und dann da die Hinweise findet. Irgendwo muss man ja anfangen. Du musst an irgendeinem Punkt sagen, okay, so ist es jetzt und da fange ich an mit meinen Beschreibungen, Messungen und so weiter. Und den Fehler machen wir auch, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wir löschen mal kurz unser Verständnis, so wie wir es gelernt haben, und hören uns das an, wie es ist, ohne es zu vermischen mit unserem Verständnis. Weil sonst hast du immer dieses, so sieht's aus, okay, und wie passt das da jetzt rein? Und dann hast du immer einen Error, weil es nicht reinpasst, weil es sind zwei Weltbilder. Ja, es sind zwei Weltbilder. Und deshalb sage ich einfach mal, das sagt das Bhagavatam. Was du da draußen siehst oder was andere sagen, mag, was auch immer. Ich sage nur mal, was das Bhagavatam sagt. Versuch es zumindest, so wie ich es verstehe. Und dann weiß man auch nicht, ob man seinen Augen trauen kann. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Okay, es ist 9 Uhr. Dankeschön. Hare Krishna.